Na, hervorragend. Haben wir es mal offscreen mal wieder geschafft. Ja. Einfach mal zur Seite setzen und mal den Kampf mal ein bisschen schaffen. Abgefahren. Du bist echt abgefahren. Bombe besiegt. Woohoo. Na denn, haben wir Zimska jetzt zerschlagen. Boah, nee, was kriegst du denn da? Hey, du da, gib mir das Pokémon, gib mir das Pokémon zurück, das wir gestohlen haben. Mark. Schön, haben wir es befreit. Okay, was ist los, Bromley? Ja, ich war richtig blöd. Ich hab noch nass im Ärmel. Du wirst schon sehen. Ich hab das Scan ist noch nicht aufgelöst. Ja, schade. Können wir die auch mitnehmen? Du behältst alle Z-Kristalle. Insektium Z. Insektium Z wurde in der Z-Kristalltasche verstaubt. Schön, schön. Hält. Ich muss mich nochmal auf diesen Kitchen-Stuhl setzen, auf den Thron. Ich bin der Boss. Hast du gehofft, Boss? Cool. Ist eine alternative Wendung, oder was? Moment mal, das bist ja du. Jo, wie ist die Besessene vom Boss? Ich kann es mir schon vorstellen. Hätte man ein Wolkenbett unterm Himmel? Alter, ich bin vielleicht neidisch. Bin ich jetzt der Boss von Team Skull? Hat sich jetzt das ganze Blatt gewendet. Auch schade. Das wäre es gewesen, wenn das Spiel so enden hätte können. Und das Spiel so weiterführen könnte. Eine simple Entscheidung. Na dann, mal schnell zurück. Wollen wir das schreckliche Dorf, das zerwüstete Dorf, die Stadt mal hinter uns lassen? Allerdings. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglantum zu einem neuen Part Pokémon Ultrabrot mit dem Zwergenfürst. Ja, ist schon ein bisschen her, dass dieser Part begonnen hat, aber ja, wir starten weiter in den Dialog der Geschichte. Weiter geht's. Gehört dieses Ding zu dir? Es war völlig außer sich vor Freude, als es mich entdeckt hat. Es muss ganz schön unter Schock stehen, sich so über einen alten Knacker wie mich zu freuen. Ja, was hab ich mir mit dir nur wieder eingebrockt? Du bist auf Inselwirtschaft. Aber keine Sorge, deshalb nehme ich dich noch lange nicht auf die leichte Schulter. Du hast im Alleingang Team Skull fertig gemacht. Mit dir ist nicht zu spaßen, das ist klar. Pass auf, ich heile deine Pokémon für dich. Thank you very muchacho. Sag mal, bilde ich mir das nur ein oder treiben sich hier plötzlich viel weniger Skull-Heinis herum? Die meisten von ihnen haben wahrscheinlich zusammen mit ihrem Boss die Flatter gemacht. Okay, Yasu. Ach. Sind sie hier alle verwandt? Und schon ist die Ruhe dahin. Goniach! Oh, du Armes. Du hast bestimmt große Angst. Vielen Dank, Wernfee. Du bist wirklich klasse. Onkel Yasu, du bist doch ein Polizist und ein ziemlich guter noch dazu. Dann benimm dich auch geflext wie einer und behalt Team Skull besser im Auge. Wofür wohnst du denn schon hier in Peru? Keine Ahnung. Die Miete ist ja einfach am billigsten. Dass ich direkt neben dem Hauptquartier von Team Skull wohne, hat keine beruflichen Gründe. Das musst du nicht verstehen. So bin ich eben.
Das kaufe ich dir nicht ab. Du bist nicht so hart, wie du immer tust. In Wirklichkeit suchst du dich doch um die Pokémon, die von dem Skull verletzt werden. Anstatt sie der Erta Foundation zu überlassen, bleibst du hier und versorgst sie selbst. Du bist so ein Sturkopf. Komm, mein Gunja, lass uns zurück zum Erta-Haus gehen. Ja, dann geht mal zurück. Bis bald, Onkel Erzu, wir sprechen uns später. Ich will doch einfach nur meine Ruhe. Ein alter, verbitterter Greis. Ja. Schau später im Erdhaus vorbei. Ja. Also dann, Anoda. Das passt ja perfekt. Eine Familie, die einfach nicht besser sein könnte. Sie voller Energie und voller Tatendrang und er ein alter, ja, verbitterter Greis, wie ich schon gesagt habe. Ich frage mich, wer glücklicher ist. Die Pokémon in ihren Pokébällen oder die Typen von dem Skull in ihrem Versteck? Ja, bei dem Typ ist auch hier. Das ist ja wie 3 Tage Regenwetter. Ja, wohnt ja auch in Po-U. Regnet es ja wirklich ständig. Und die Barrieren sind weg. Wir können hier einfach durchspazieren. Moin Leute, ihr auch noch hier? Adios, Timus, adios, vergeudete Jugend. Ha, ich brauche keine Barrikade mehr. Ich trainiere jetzt lieber mit Skills. Skills sozusagen. Ja, dann macht nur. Macht euer Ding. Jo, ich werde dann mal weiter auf Route 7. Ach Quatsch, auf Route 17. Der regnet es auch. Hier ist noch ein Bereich, den wir nicht abgeklappert haben. Hinten dieses kleine Grasbüschelchen. Da gibt es auch noch ein wildes Pokémon. Im hohen Gras. Ein Zurex. Schön, 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 schön. Kein Bedarf. Brauche ich nicht. Ich fliehe mal lieber. Hier hinten ist so ein kleines Dingens. Ein Bärenbüschelchen Dingens. Keine Ahnung. Sind noch Bären da? Ich hebe mir ein paar Bären auf. Ja, auch mal schön das Abzuarbeiten. Ich auch mal das Grasfeld gemacht mit einem wilden Pokémon. Noch ein wildes Pokémon. Noch ein Zurex. Los, Lenny. Flüchte, Lenny. Flüchte, flüchte, flüchte. Zurex brauchen wir jetzt nun wirklich nicht im Team. Ja, haben wir auch mal die Fläche gezeigt. Jeden Winkel und jedes Eck von Alola wollen wir zeigen. Und zurück geht's. Zum Glück weiß ich, wo ich hin muss und kann gleich den Glurak-Flieger einsetzen, statt hier den ganzen Weg zu laufen. Aber erstmal das Pokémon-Center, ich wollte euch da noch was zeigen. Wie versprochen, ich habe ja im vorletzten Part gesagt, ich zeige euch in diesem Part was. Da mal was in der Box. Hier. Hier, schaut's euch an. Das habe ich per Wundertausch erhalten. Da habe ich im... Sag schon, wie heißt das? Im... Kampfforum oder so, als wäre es das, dieses Teil, wo du in Pokémon Ultramond reingehen kannst, dieses Zentrum, wo der Chris steht. Und was habe ich bekommen? Ein Galopper, ein Shiny Galopper Level 100. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ein Shiny Galopper Level 100. Ja, ich habe es, glaube ich, gegen Raupi getauscht. Ich habe mir irgendwo ein Raupi gefangen und habe das dann geschickt. Ja. Grüße gehen raus an den lieben Sakati TV. Das scheint ein YouTuber zu sein. Also ich habe mal nachgeguckt, ich habe das dann gleich recherchiert, weil Sakati TV, das klang mir nach einem YouTuber-Namen. Das ist scheinbar irgendwie ein YouTuber. So ein, ich glaube, der war so 36.000, so ein bisschen in dem Format. Mhm. Grüße gehen raus an den lieben Kollegen. Ich habe den Shiny Galopper Level 100 und du hast jetzt irgendwie mein Raupi bekommen. Ja, GG. Ja, der Wundertausch, der hat schon irgendwie was in sich. Ja, dann wollen wir mal weiter zum Hafen fliegen und dort die Story weiterbringen. Ja.
Festival Plaza heißt der übrigens, ja. Festival Plaza heißt er, ja. Festival Plaza. So, und hier geht's im Erdhaus weiter, nicht am Strand. Da habe ich mich geirrt. Da hätte ich den ganzen Weg übers Wasser mit Torhaido zurücksetzen müssen, aber ja, kann man auch fliegen. Ist, glaube ich, eine intelligentere Lösung, da einfach per Flugmobil zurück zu fliegen. Ja, geht ja auch einfach. Da sind wir wieder und wir haben Mangunio mitgebracht. Mango! Warum macht ihr denn so lange Gesichter? Tut mir leid, Zwergfee. Ich kann mich gerade einfach nicht freuen. Aber warum? Was ist denn los? Es geht um Lilly. Sie ist weg. Lilly ist weg. Einige Stunden zuvor. Ja. Oh, du bist noch hier. Lässt du dich heute nicht plötzlich in Luft auf? Ich hab da noch ein paar wilde Geschichten über dich gehört. Das war eine völlig andere Situation. Damals hat wirklich seine Kräfte benutzt, um mich zu retten. Es sah keinen anderen Ausweg mehr. Das war alles meine Schuld. Aber ich habe mir ja geschworen, dass ich das nie wieder zulasse. Ich kann zwar nicht viel ausrichten, aber ich werde um jeden Preis verhindern, dass mein kleiner Freund seine Kräfte erneut einsetzt. Das habe ich wirklich versprochen und ich werde alles geben, um dieses Versprechen zu halten. Und was ist dieser Lage, von der du da faselst, so viel auswegsloser als an dieser hier? Glaubst du etwa, wir lassen dich so türmen? Bist wohl ein bisschen naiv, Prinzessin. Halt den an, Kleiner. Das Glück hat Willensstärke. Von ihr kannst du noch was lernen. Außerdem, ich bin mir nicht so sicher, ob ich dich wirklich als Pokémon-Diebin abstempeln kann. Immerhin wolltest du ja nur einen hilflosen Pokémon helfen. Ich komme freiwillig mit euch. Aber bitte tut den anderen nichts. Oh, Kacke. Lilly wurde entführt. Sobald Luna weg war, kam dieser Franz zurück. Was? Lilly hat uns alle beschützt. Und das ganz ohne Pokémon. Als Pokémon-Trainer wäre das meine Aufgabe gewesen. Na und Gladio. Wie auch aufs Wort, das ist Team Skull und... Ja. Da kommt der einfach vorbei. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet die Lady diejenige ist, die Cosmog bei sich hat. Hä? Du kennst Lilly? Warum bin ich überhaupt von zu Hause weggelaufen, wenn ich sie jetzt nicht mal beschützen kann? Diese elende Feigheit in mir. Du wirst sie mir austreiben, verstanden? Und hält dich bloß nicht zu kurz. Was, Kampf gegen Gladio? Oha. Oha, oha, oha. Ich muss ihm irgendwas austreiben. Aha. Treib mir die Dämonen aus. So ungefähr. Aha. Golbat. Naja, wir haben gerade den Team Skull Boss Bonnet besiegt. Also ja, den kriegen wir auch noch hin. Schätze ich mal. Golbat Level 42 gegen Lenny Level 37. Ich setze mal Spuckball ein. Akrobatik setzt er ein. Tja, nix damit Spuckball. Ja, wie wär's denn mit Steve, Level 41? Los, Steve! Du warst bisher ein guter Kämpfer. Los, hau rinne. Nitro-Ladung ist natürlich effektiv. Lass dich nicht besiegen. Ui, das Golbat ist aber stark. Ein sehr ordentliches Golbat. Sonst sind Golbats doch immer nur solche Lappen-Pokémon. Ist das hier ein ordentliches Golbat? Das freut mich, dass du was aus deinem Golbat gemacht hast. Aber ordentlichst. Dieses Golbat sollte man nicht unterschätzen. Meine Güte. Dass man aus einem Golbat sowas machen kann. Hätte ich nicht gedacht. Schattenfessel, komm, wir kriegen das alle, das Golbat. Oder auch nicht. Das ratzt hier unser ganzes Team weg. Ist einfach, ja.
Das ist einfach mega stark, dieses Golbert. Was ist denn das hier bitte für ein Golbert? Meine Güte, Skeletto. Was hast denn du denn gemacht? Was hast du mit dem gemacht? Was hast du dem gegeben? Wie hast du den denn gedopt? Ladungsstoß. Badauz. Ja, die Elektroattacken sind schon schön. Liftstan. Nein, Pikachu! Besiegt. Es konnte doch so gut angreifen. Auweia, mein ganzes Team ist fast besiegt. Ach du Backe. Hätte ich noch Dave im Angebot. Ein Dave. Nur für 3,99 €. Ja, so ungefähr. Ace-Zahn sollte sehr effektiv sein, also hau rinne. Komm, macht doch endlich mal dieses Golbert, alle. Meine Fresse. Wie lange das hier gebraucht hat, um das Golbert zu besiegen. Respekt. Respekt an Gladio. Ich will auch mal so nice sein wie du. Ey, mein Golbert so trainieren. Von dem Skill kann man doch normalerweise nichts erwarten in diesem Punkt. Also generell von bösewichten Teams. Wenn die einen Golbert haben, dann ist das lappenhaft. Hui! Zorak! War das nicht gerade eben noch ein Typ 0? Halleluja! Kann sich aber verwandeln hier. Eiszahn! Komm! Komm, das kriegen wir irgendwie hin. Wir haben dann nur noch Lea im Team. Dann hole ich halt meinen Level 100 Shiny Galopper und besiege dich in einem Zug. Schummel ich halt ein bisschen. Das kann ich ja jetzt auch machen. Wenn ich jetzt ein bisschen cheaten, im zweiten Versuch mal mit dem Galopper mal ein bisschen alles niederwetzeln. Wollen wir das mal machen? Wollen wir einfach mal cheaten? Das machen wir. Vor allem in dem Let's Play nicht, aber ich würde es mal testen. Ich will mal einfach die volle Power von Galopper ausprobieren. Wenn wir jetzt hier versagen, will ich das mal testen. Ich würde es gerne mal versuchen. Das wäre bestimmt lustig. Shiny Gallop habe ich eh schon in den Part eingebunden. Also ja, wieso nicht? Aber wir haben ihn scheinbar nicht besiegt, aber trotzdem geht's weiter in der Story. Entschuldige, dass ich diesen sinnlosen Kampf angefangen habe. Aber ich habe es auch doch schon erzählt. Ich weiß, ihr wisst doch, dass Cosmog eine schreckliche Katastrophe in Alola auslösen könnte. Wir müssen es sofort zurückholen. Am besten machen wir uns sofort auf den Weg. Ich warte hier am Pier und dann auf der Insel auf dich. Oder willst du gleich mit mir kommen? Ich müsste vielleicht mal mein Pokémon-Team heilen, aber ja, ich komme sofort mit. Gut, gehen wir. Und dreht sich sofort um. Weiter geht's mit der Story. Okay. Mein Pokémon-Team heilen ist nicht. Wir warten noch auf Tali, nehme ich an. Er kommt wahrscheinlich gleich. Das habe ich mir schon gedacht. Tali ist wirklich eine Nummer für sich. Er gibt sich alle Mühe, nicht ständig im Schatten seines beeindruckenden Großvaters zu stehen. Ja, ihn eines Tages sogar zu übertrumpfen. Ich könnte das nicht. Ich weiß, was mit ihm passiert. Aber ich spoilere es mal lieber nicht. Yasu, was machst du denn hier? In Po'o. Diese Gauner. Von dem Skull. Von mir aus so viel Unfug treiben, wie sie wollen. Aber jetzt sind sie einen Schritt zu weit gegangen. Hey, Mädchen. Lass uns kämpfen. Du und ich. Ich bin nämlich der Inselkönig, falls du das noch nicht wusstest. Das ist eine gute Erfahrung für dich, wenn du Inselwanderschaftschamp werden willst. Also, kann's losgehen. Ich würde gerne mein Pokémon-Team noch heilen gehen. Dürfte ich das noch? Der Weg hierher war echt anstrengend. Okay. Wenn du mich jetzt ohne einen Kampf zurückschickst, nehme ich dir das wirklich übel. Ja, ich gehe nur mein Pokémon-Team heilen. Ich komme gleich wieder. Ja, alter Mann hier. Ich bin gleich wieder da. Sekunde. Eine kleine Überraschung mit für dich. Ja,
Wollen wir mal testen. Ihr könnt mich deshalb jetzt ausbuhen, weil ich einmal schummle. Aber ja, ich will es einmal zeigen, weil es halt... Hey Mädchen, lass uns kämpfen. Du und ich. Ich bin nämlich der Inselkönig, falls du es noch nicht wusstest. Das ist eine gute Erfahrung für dich, wenn du Inselmannschaftschef werden willst. Also, kannst losgehen. Ja, jetzt kannst losgehen. Pass auf, du erlebst gleich dein blaues Wunder. Na dann los. Ja. Funk. Wie kriegen wir hin? Eine Herausforderung. Komm, ja. Drücken wir mal alle Hühneraugen zu, die wir haben. Inselkönig Yasu fordert dich heraus. Da schummeln wir heute mal ein bisschen. Zu Biris. Lenny. Lenny wird gleich eingetauscht. Na komm, wir können ja ein bisschen, wir können ja versuchen, das erste Pokémon so zu besiegen. Damit es halt auch ein bisschen halbwegs fair ist. Spukball. Und Bats, hau mal rein. Ja, ist wirklich unfair, ich weiß. Ja, es ist sehr, sehr unfair gegenüber ihm. Ich mach's aber. Einmal darf ich das. Einmal. Komm. Ja, komm. Lass mir den Spaß. Einmal. Ich werde es nie wieder machen. Ich werde nie wieder eine Prüfung dadurch besiegen. Dieses eine Mal. Ist auch gar keine so schwere Prüfung, dass man keine so wichtige Endprüfung, dass man halt da sagen würde, ja, kann man sich nicht schenken. Also zu Biris besiegen wir jetzt hier noch mit Bohrschnabel, hoffentlich. Ja, nice. Und die anderen zwei Pokémon, die kriegen es ordentlich hinter Natz. Die werden hier ordentlich verprügelt. Komm, das wird lustig. Schaut's zu. Ich hole das Galopper, das Shiny Galopper raus. Pokémon wechseln. So, seht zu und staunt. Steve kommt zurück. Los, Galopper! Nice! Mit dieser pinken Mähne sieht das nicht nice aus. Nein, nicht pink, violett. Oh, Mauzi. Lea. So, jetzt will ich mal was ausprobieren. Schlagbohrer hat das. Muggelhieb. Das ist nice. Ein KP, das hat ja nichts gebracht. Galopper ist ungehorsam, ja natürlich, stimmt. Ist natürlich Level 100, ja. Oha, das hat schon was abgezogen. Ist ungehorsam, ja, 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 hätte ich mir nicht denken müssen. Schlagbohrer, badauts. Ist das nice? Ist das nice. Schaut euch das an. Level 100, Galopper. Shiny. Ich freue mich einfach so, ich freue mich seit drei Parts drauf. Ich habe es halt einfach auf Screen in so einem Festival Plaza bekommen und den Raupi. Ich finde es einfach immer auch so schön. Ich finde es so schön. Das Ding kommt unbedingt mit aufs Thumbnail. So, was haben wir hier noch? Flammenblitz hätten wir. Komm, hau rein. Volle Möhre. Rockmane. Besiegt. Haben wir jetzt die ganze Prüfung geschafft. Oha! Galopper verliert einiges an der KP. An der Rückschlag. Inselkönig Yasu wurde besiegt. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Geschummelt. Passiert nie wieder. Versprochen. Bis jetzt. Ich hatte einmal den Spaß. Passiert nicht nochmal. Zwangfee gewinnt 7040 Pokémon Donner und geht siegreich aus diesem Kampf hervor. Geschummelt, siegreich, ja. Gegen Inselprüfungen und sowas werde ich es nicht mehr einsetzen. Vielleicht mal gegen einen kleinen Trainer auf der Straße. Aber nein, nicht mehr gegen entscheidende Kämpfer. Versprochen. Zugeben. Na sowas. Ich wusste ja schon, dass du mutig und stark genug bist, um dem Skulls Villa aufzumischen. Aber dass du ein Shiny Level 100 Galopp hast. Aber das hier, stramme Leistung auch von deinen Pokémon. Lass mich dein Team schnell wieder auf Vordermann bringen. Hier, nimm schon. Zwergfee erhält den zu Unrecht verdienten Zeitkristall. Ja, den einen. Zum Blutkristall. So ungefähr.
Und so geht die Pose für die Z-Kraft vom Team Unlicht. Ja. Schön, schön. Damit hast du alle Prüfungen auf Ulla Ulla bestanden. An dieser Stelle muss ich dir jetzt wohl gratulieren. Na dann, Glückwunsch. Das sah gerade auch ein bisschen spooky aus. Jetzt hast du was zu erledigen, oder? Übertreib's nur nicht. Und was dich angeht, Gladio, wenn du wirklich stärker werden willst, solltest du dich nicht von Team Skull herumkommandieren lassen. Alles klar. Alles klar. Zwergfee! Wehe, du nimmst das Wort Spaß in den Mund. Wäre ich nur stärker gewesen als Trainer, wäre es meine Aufgabe gewesen, Maritek zu helfen, damit sein Wunsch zu siegen Wirklichkeit wird. Wäre mir das gelungen, wäre Lilly noch hier. Aber jetzt bin ich entschlossener als je zuvor. Retten wir Lilly! Wohin haben sie Lilly gebracht? Puh, kann es nicht sein, sonst hätte Zwergfee sie sehen müssen. Du bist scharfsinniger, als du aussiehst. Sie ist im Erdparadies, ich sehe es. Ich kann das sehen. Der tappt immer so seine Hand vor das Auge und... Es muss so irgendwas Magisches sein oder was. Im Erdparadies? Ja. Das ist das Erdparadies. Und wir haben das 100 Shiny-Galopper immer noch mit dabei. Was soll's? Müssen es ja nicht einsetzen. Da wäre... Das ist die Anlegestelle des Ätherparadieses. Normalerweise ist es hier so friedlich, aber dort hinten scheint Unruhe zu herrschen. Sekt, warum glaubst du, dass sie Lilly ausgerechnet ins Ätherparadies gebracht haben? Ich weiß es einfach. Ach so, es war ein anderer... Okay. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, wir fragen uns herum. Nee. Wir suchen sie natürlich. Fragen wäre ein bisschen blöd, wenn Team Skull jetzt, Quatsch, bei Team Äther da einfach mal reinzuplatzen und mal fragen, hey, habt ihr zufällig die entführt? Als Erstes sollten wir vielleicht zum Aufzug gehen. Vielleicht, dieser Typ macht mir Angst. Er hat überhaupt keinen Plan. Ja, und die Äther-Basis, die untersuchen wir, die durchsuchen wir im nächsten Part. Nämlich noch, sollte euch dieser Part gefallen haben, lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Gut runtergerattert. Ja, man sieht sich, habt einen angenehmen, fröstlichen Tag und gehabt euch wohl Haut drinne. Das Übliche. Ciao, ciao.